Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Machen wir weiter. Benny ist gerade bei der Theater AG, kommt aber gleich. Mit Summer versuche ich gerade mit aller Gewalt ihre Kochfähigkeit hochzukriegen. Was irgendwie schwieriger gestaltet als gedacht, um die letzte Stufe zu erreichen. Jetzt hat sie die. Level 10 der Kochfähigkeit. Summer hat die Rezepte für Brathähnchen, Thunfischlauf gelernt. Errungenschaft, Kochen im Rampenlicht. Kochen im Rampenlicht, alles klar. Oh, ein Erfolg. Ja gut, Summer, jetzt da ist eine Ausnahmsweise auch mal. Aber allerdings sollst du das hier kurz weglegen. Und du bist ja noch nicht fertig. Du sollst ja noch Gourmet-Menüs machen, du. Wie wär's mal mit Schinken-Spargelröllchen? Die brauchen wir ja auch noch auf 8. Familiengröße. Genau. So, Betty ist von der Torte AG zurück. Da haben wir mal kurz was tun. So, Betty, du wirst erstmal schnell was essen. Du wirst auch mal Reste nehmen. Denn du musst dringend Hausaufgaben machen. Allerdings muss ich auch einmal deinen Spaß hochkriegen. Warte mal, Betty, du sollst nicht so dattelsüchtig werden. Das machen wir mit Brutus. Bürsten spielen, genau. Danach wirst du ein bisschen mit Brutus spielen. Sag mal, Betty, du sollst doch essen. Na gut, dann spielst du erst mit Brutus. Dann gehst du doch nach Reste nehmen. So. Genau. Schau mal, wird langsam richtig gut im Kochen. Sehr schön. Na guck mal, Spaß ist doch hoch. Dann geht sie jetzt essen. Und danach geht sie ihre Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Sehr schön. Den passt das doch. So, Summer, bist du noch am Kochen? Oh, Summer ist noch dabei. Sehr schön. Da muss ich sowieso mal was gucken. Stimmung ist noch nicht gut genug. Da fehlt aber noch Durst. Das kriegen wir wohl alles hin. Ja. So, den willst du das hier auch einmal weglegen. Was stinkt denn hier jetzt schon wieder? Doch nicht der Hund, der ist erst frisch gebordet. Und du willst denn nochmal kochen, nochmal ein Gourmet-Menü? Wir hauen den Kühlschrank voll, bis er platzt. Hummer Thermidor, wie wär's damit? Ja, wir machen eine Familiengrüße. Och, Gassi gehen will er, okay. Ja, das kannst du mal gleich nach dem Kochen machen. Erst muss Betty nämlich ihre Hausaufgaben fertig machen. Die sie hoffentlich machen wird nach dem Essen. Aber essen soll Betty ja auch. Aber eher aus Sarge. Die Namen hier, die kann sich kein Mensch merken. Sag mal, wie lange brauchst du zum Essen, Betty? Ah, ich glaube, ich werde mit Summer gleich nochmal kochen müssen. Um das Gemüse-Menü hochzukriegen. Hab ich so das Gefühl? Aber Summer muss auch direkt auf die Blase. Na? Sie macht ihre Hausaufgaben in der Küche auf dem Fußboden. Naja, warum nicht? Aber Summer, bevor du gleich nochmal kochst, willst du erstmal deine Blase entleeren. Das geht so natürlich nicht. Oder reicht das? Noch ist ja dabei. Na, reicht das tatsächlich? Sieht ganz danach aus, ne? Ja, sehr schön. Gut, Summer, geh aufs Klo. Dringend. Das kannst du auch in den Kühlschrank legen. Den haben wir alles, was Summer war. Level 8, da fand ich mal. Ja, es muss nur noch ihre Stimmung hochgehen. Perfekt. Oh, Summer, dir geht's ja soweit eigentlich ganz gut. Denn machst du wirklich einmal einen kurzen Spaziergang mit... Wo sind das hier? Erstmal Tierpflege, ne? Outfit ändern, bitten, anleihen, spazieren gehen, genau. Einen kurzen Spaziergang mit Brutus. So, Betty macht ihre Hausaufgaben. Jo, da ist sie voll, aber sie ist fast fertig. Sehr schön. Gut, Betty. Du hast fast fertig. Dann gehst du danach kurz duschen. Wunderbar. Nach dem Duschen gehst du mal noch kurz schnell ein bisschen Sport machen. Dim, 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 dim. So, das wäre auch geschafft. So, Summer. Solltest du nicht mit dem Hund Gassi gehen? Ist zwar schon spät, aber einmal schnell eine kurze Runde. Kriegen wir hin, oder? Na, Summer will nicht. Warum nicht? Dreckige Oberfläche. Ah ja, jetzt macht sie's. Willst du jetzt im Bikini spazieren gehen? Oh, Summer, aber nur eine kurze Runde. Ist schon spät. So, sie duscht auch. Passt doch alles. Danach will sie noch ein bisschen Sport treiben. Nein. Summer, ich habe Aufgabe für dich. Betty kann das noch nicht. Ich will halt nicht, dass Betty jetzt irgendwie noch großartig dick wird. Dessen soll sie regelmäßig Sport treiben, damit sie dünn bleibt.
Aber jetzt halt auch nicht übertreiben. So, das reicht, Betty. Kriegst du das repariert? Ich glaube ja, ne? Danach kannst du hier nochmal aufwischen. So, Betty, das reicht an Sport. So, Sommer. Ich pfeife in meine Hose zurück. Ich weiß mir nicht, wo du bist. Es ist zu spät. Aber sie ist ja schon auf dem Rückweg. Sehr schön. Well, Summer muss ins Bett. Ich will auf keinen Fall, dass sie jetzt durch irgendwelche Unfälle vorzeitig ablebt. Das muss nicht sein. Wir wollen Summer so lang wie möglich behalten. So, und Betty, bist du am Reparieren? Oh, sie fängt gerade an. Sie muss es lernen. Sie muss später hier schließlich den Haushalt alleine schmeißen. So. Auch wenn ihr das jetzt nicht passt. Ihre Energie ist niedrig. So, warte mal. Summer, rennst du schon wieder los oder was? Spaziergang beenden, Summer. Und ab nach Hause. Genau. So, Betty hat repariert. Betty geht zu Bett. Das kann sie gerne. Ihr geht's ja soweit ganz gut. Da ist Adelbert. Adelbert! Adelbert geistert durchs Haus. Unser guter Adelbert. Was hast du denn vor, mein Freund? Adelbert, Mensch. Betraust du dich jetzt selbst oder was? Oh, Summer, hier, warte mal. Ich weiß, du sollst auch gleich ins Bett. Nimm mal den Hund von alleine. Über kostbare Erinnerungen reden. Einladen, über Nacht zu bleiben. Zuspruch geben. Versuchen aufzumuntern. Hier, Summer, rede mal mit deinem verstorbenen Ehegatten. Aber bitte, fang nicht wieder an zu trauern, ja? Yanabi! Ja, sie umarmt erstmal einen Geist. Gaba Sorpel Ut. Traurig, ja, das glaube ich, dass er traurig ist. Jups, jups. Ah, Hüftstoß, Wohnungsschlüsse geben. Man kann Geistern Wohnungsschlüsse geben? Dramatische Geschichte erzählen. Techte Nächte? Mit einem Geist? Okay, probieren wir mal. Geht nicht. Nee. Oder? Warte mal. Bitten, Freund zu sein, leider über nach. Frage, ob es Single ist. Oh, jetzt geht's anscheinend. Wir machen Techtelmächte mit dem Geist? Alles klar. Techtelmächte. Okay. Ja, warum nicht? Das ist halt etwas spirituell, ne? Mit einem Geist? Und das in ihm Older? Ja, warum nicht, ne? Das ist mal was Neues. Techtelmächte mit dem Geist. Oh, ja, gut. Er ist vielleicht ein bisschen durchsichtig. Aber ansonsten? Er lässt sich ja anscheinend anfassen. Oh, Summer geht's aber auch nicht gut, was Hunger und Hygiene betrifft. Oh, yeah. Die, vor allem, naja, er hat unbegrenztes... Hab ein Techtelmächtel mit einem Gespenst. Das ist sogar ein Erfolg. Alles klar, Summer pennt. Nee, tut sie nicht. Ich will erstmal durch. Wieso ist er jetzt grün? Wieso ist er jetzt grün? Gut, duschen kannst du ja. Ist kein Problem. Du kannst auch gerne noch was essen. Wieso schwimmt denn hier das Board? Wie verrückt aufwischen? Nein, dusch doch erstmal zu Ende. Oh, Summer, Alter. Echt jetzt. Nachdenklich duschen, schnell duschen. Echt jetzt. So, danach kannst du das hier wegwerfen. Naja, gut, seine Dattelsucht hat er sogar am Tod behalten. Also daher. Soll ja nur schnell. Summer muss auch was essen. Danach muss ich sie aber dringend ins Bett schicken. Da gerät hier gerade alles komplett aus den Fugen. Was zeitlich betrifft. So, Reste nehmen. Was stand da gerade? Tierrezept kochen. So, ich schicke Summer sofort wieder ins Bett. Die kann ja zum Glück ausschlafen.
Willst du über Nacht bleiben, Junge? Ah, warum nicht? Wer schläft nicht gern neben meinem Geist, ne? Oder will er... Ich weiß es nicht. Steuern kann ich ihn auf jeden Fall nicht. Er heult sich aus. Alles klar? Dann erst schnell was Sommer. Und dann gehst du aber auch gleich wieder ins Bett. Warte mal, das kann man ja nicht mal anklingen. Was geht denn hier noch so mit ihm? Über Kochen reden, Wohnungsschlüsse geben, küssen, jemanden parodieren, einladen über Nacht. Versuchen, unter Mistzweig zu küssen. Romantik. Bitten, Freund zu sein. Ewige Liebe erklären. Was zum Henker? Adelbert, was machst du da? Alter, jetzt macht er. Zerstört der schon meine Bude, Alter, als Geist. Sag mal, du sollst essen. Danach gehst du ins Bett. Schlafen? Darf echt nicht wahr sein, Alter. Der, was macht er jetzt unten noch mehr Randrolle oder was? Oder wo ist er? Adelbert, das geht aber so gar nicht. Weiß nicht, kann man die Geister irgendwie zur Ruhe betten oder so? Neueste Spiele, Wohnungsschlüsse, beste Freunde da herbeigerufen. Gemein, Unfug, lustig, freundlich. Bitten nur Freunde zu sein, bewundern, beste Freunde wählen, Wetter vorlieben, nach Karriere fragen, Tier vorführen, Geschenk geben. Mäh? Kochtipps einheizen. Nach Jenseits fragen. Und lustig. Witz über alte Zeiten machen, schmutzigen Witz erzählen, Polizistenwitz machen. Nein. Nicht jetzt, Mensch. Sommer soll gleich ins Bett. Es ist mitten in der Nacht. Weiß nicht, vielleicht verschwinden die Geister ja nach einer Weile automatisch. Also Sommer muss dringend ins Bett. Weiß nicht, wie lange sie braucht zum Essen. Oh, sieh zu, Sommer. Du sollst ins Bett. Jedoch. Oh, es läuft die Zeit natürlich nur relativ langsam weiter, weil Adelbert da unten rumspukt, ne? Ah, oh, das kriegen wir wieder hin, das kriegen wir wieder hin. So, Betty, wann, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Du hast noch junge Erwachsene und noch 2 Tage, alles klar. Oh, Betty, jetzt verpennst du auch noch. Ich habe nicht auf die Zeug geachtet. Hier, jetzt aber schnell, hurtig, hurtig, hurtig. Schnell wird essen, du musst zu Sule reparieren, ja, das wird wohl Sommer machen müssen. Du musst zur Schule, Betty, dort schaffen wir nicht anders. Verwenden? Nein, nicht schon wieder verwenden, du sollst was essen. Du sollst hier Reste nehmen, aber jetzt hurtig. Alter, das schafft sie nie im Leben. Ne, sie geht zur Schule. Echt jetzt? Betty, hätte doch wenigstens Essen mitnehmen können zur Schule. Schein, Adelbert scheint ja weg zu sein. Jetzt erstmal zumindest. Gut, Sommer, du, ja. Du solltest eigentlich ausschlafen, wollte ich gerade sagen, aber du gehst erstmal aufs Örtchen. Danach reparierst du dort Ding hier. Und wie statt hier auf. Aber erst aufs Örtchen. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Musst du heute eigentlich zur Arbeit, Sommer? Ja, um 17 Uhr wieder. So, alles gut erledigt. Oha, das mit Betty, du. Oha, du. Betty ist relativ spät zur Schule. Wo rennst du hin, Sommer? Ah, unten Hände waschen. Alles klar. Weil hier oben ja nicht geht, rennt sie nach unten zum Hände waschen. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Unwohl, ja, das kriegen wir auch hin. Weil ihre Geschicklichkeit, Fähigkeit geht auch hoch. So, Level 3 hat sie auch schon. Sehr schön. So, das hier darfst du auch nochmal wegwerfen. Und gleich kommt Betty wieder. Aber Betty wird's kriminell. Betty muss ganz dringend Spaß und gegessen hat sie anscheinend in der Schule. Ah, Summer, Summer, Summer. Du wirst jetzt auch gleich was essen, nachdem du hier aufgeräumt hast. So. Einmal hier in den Nur-Reste nehmen. Gekocht hast du genug? Dim, dim, dim. So, ihr solltet es jetzt gleich schon wieder besser geben. Oben ist hier aufgeräumt. Jetzt isst du erstmal was, Sommer. Genau, sie muss um 17 Uhr zur Arbeit, ne? Gut, für sie war alles gemacht, dann darf sie erstmal in Ruhe essen. Was nennst du Essen, Summer? Die räumt auf. Das nennst du Essen? Hier, Summer. Hummer Temidur essen. Essen, Summer. Essen. Und gleich kommt Betty, sehr schön. So, Betty muss ich mal ein bisschen im Auge behalten. Oha.
So, Benny, du kommst ja gleich. Du wirst hier ganz schnell mit Brutus spielen. Alles andere geht hier einigermaßen. Brutus ist auch schon wieder dreckig. So, Benny, gleich. Ja, hier, essen kannst du später. Spiel mit Brutus. Angespannt, braucht Vergnügen, weil Spaß niedrig. Ja. Kometenhafen, Betty kann das Wochenende genießen, da sie zu den besten Buckingham-Oberstufenschülern gehört. Vielleicht kann sie trotzdem ein wenig Zeit aufbauen, ein paar Zusatz. Jo, das kann sie gerne machen am Wochenende. Aber gleich ist noch einmal Theater-AG. Ich glaube, das war auch ihre letzte Schulwoche. Jetzt übers Wochenende dürfte sie eine junge Erwachsene werden. Ja, siehst du mal. Jetzt geht's. Haben wir zumindest ein bisschen höher gekriegt. Betty ist unterwegs zur Theater-AG. Betty hat heute eine Aufführung mit der Theater-AG. Andere Haushaltsmitglieder sollten sich der Vorstellung besuchen, um sie zu unterstützen. Ah, das wieder. Alles klar? Jo, Summer, das kriegen wir hin, ne? Lied singen, joggen gehen, Aufführung der Theater-AG besuchen. Du sollst deine Tochter besuchen, ne? Du musst zwar auch los um 17 Uhr, also quasi in einer Stunde, aber das kriegen wir schon hin. Wie wär's mal Freischnauze? Irgendwann musste das ja mal passieren. Betty hat während einer laufenden Szene ihren Text vergessen. Wie kann sie diesen Fauxpas möglichst positiv überspielen? Stattdessen ein bekanntes Meme einbauen? Improvisiere, weiche vom Skript ab. Aber vom Skript abreißen ist nie so gut, aber einfach was Bekanntes nehmen wird langweilig für die Zuschauer. Also, improvisieren ist da wohl das Beste. Der Geburtstag von Betty naht. Sag mal, muss eine Stunde bei der Arbeit sein. Betty erbrachte eine so unglaubliche, überragende Leistung, dass es wirkte, als hätte sie absichtlich das Drehbuch geändert. Wer braucht schon Textvorgaben? Ah, passt doch. Da ist das Gewürzfestival. Muss Thomas auch zur Arbeit? Okay. So, Betty, du willst jetzt erstmal was essen. Hier, Reste nehmen. So. Danach wirst du erstmal ein Klo besuchen. Sehr schön. Und danach wirst du noch ein bisschen, naja, machen wir gleich. Vielleicht ist Brutus ja bis dahin wach. Kriegen wir alles hin? Jetzt erstmal Hobby. Naja gut, von mir kannst du vorbeikommen. Wir haben Wochenende. Ein bisschen sozial muss ja auch mal sein. Aber erstmal essen, Betty. Die rennt natürlich gleich an meinen PC. Soll sie? Guck mal. Ist es Hund auf Woche? Dann kannst du jetzt ein bisschen mit ihm spielen. Freundlich spielen da. Aber wie gesagt, Betty, es ist ein Klogang. Passt doch. Duschen müsstest du eigentlich auch mal. Aber jetzt wird erstmal mit dem Hund gespielt. Bedeutende Kritiker. Sam hat bemerkt das Geflüster des Küchenpersonals und fragt, was los ist. Es stellt sich heraus, dass gerade ein bedeutender Restaurantkritiker Platz genommen hat. Sam kann entweder mit einem einzigartigen Gericht wie Hummer, Thermidor, ihr könnt unter Beweis stellen oder Macaroni und Käse servieren, das Lieblingsgericht des Kritikers. Naja, wir wollen hier nicht bestechen, ne? Wir nehmen Hummer Thermidor. Die unverwechselbaren Aromen, die cremige Konsistenz und die fabelhafte Präsentation des Hummers Thermidors sollten genügen, um anspruchsvolle Sims zu einem Besuch im Restaurant von Summer zu bewegen. Halt, stopp, halt. Was machst du da, Betty? Was war das eben? Moment, stopp, halt, Pause. Da war gerade irgendeine Mitteilung. Die Teichbewohner haben Hunger. Ja, Betty, ja, Moment. Warte mal, ich lass mal weiterlaufen. Wassergarten bevölkern, säubern, natürliche Reinigungsmittel hinzufügen. Ich glaube, die sind tot. Ah ja, gut. Aber Betty, du solltest eigentlich... Was ist das denn hier? Übertrinken aus Pfütze belehren, das kannst du auch nochmal machen. So, Betty, du solltest eigentlich deine Hausaufgaben machen. So, dann kümmere dich erstmal um die Teichbewohner. Was hat die da reingeschmissen? Was hat die in meinen Teich geschmissen? Alter! Ich glaube, die sind tot, du. Da steht nur Wassergarten bevölkern. Brutus hat gelernt, nicht aus Pfützen zu trinken. Sehr schön. Jute mochte sich jetzt ihre Hausaufgaben. Danach, sie hat Wochenende, ne? Also ins Bett braucht sie auch nicht noch nicht. Ihr geht's auch nicht noch sehr gut. Danach gehst du noch ein bisschen mit Brutus spielen, ne? So ist das hier nie spielen zwischen. Freundlich spielen? Erstmal die Hausaufgaben, Betty. Erstmal die Hausaufgaben. So, und danach könntest du eigentlich noch einmal duschen gehen und dann ist eigentlich auch schon wieder Frost Bedtime.
Einfach normal duschen. Yeah. Nehmen wir mal schnell duschen. Gut, vielleicht stinkst du hier nur auch noch nicht. Sabetti. Und jetzt muss ich mal kurz was gucken. Da stand ja von deinem Geburtstag. Na, no, 2 Tage. Ah, das sollten wir hinkriegen. Dadurch, dass wir Summer verjüngt haben. So, Betty, dann machen wir deine Hausaufgaben fertig. Was muss, das muss. Leider. Hast es ja bald hinter dir. 2 Tage noch, dann hast du die Schule geschafft. Komm, sie sammelt auch schon gut Punkte an. Sehr schön. Dann dürfte sie jetzt duschen gehen. Nochmal ein bisschen mit Brote spielen. Oder erst mit Brote spielen, dann duschen gehen. Oh, nee. Was muss ja auch hoch. Boy. Rigoya. Ja, passt doch wunderbar. Und Ordelbert scheint echt, ich weiß nicht, ob er diese Nacht nochmal wiederkommt, aber der scheint verschwunden zu sein. Komisch, dass das Sozial da nicht hochgeht, ne? So, aber nach dem Duschen wird sie denn, das ist ja schließlich schon 11, ins Bett gehen. Gleich kommt Summer wieder. Hallo Summer, du hast 1518 verdient? Sehr schön. Was für ein Arbeitstag. Summer ist wieder zu Hause und hat 1518 verdient. Sie wurde nicht nochmal befördert oder geht's nicht mehr höher? Küchendirektorin. Kann auch sein, dass das das Höchste ist. Ich weiß es nicht. Ne, der würden hier ja keine Aufgaben mehr stehen, ne? Die Stimmung ist bloß nicht gut genug. Gut, Summer, den wirst du auch nochmal mit dem Hund spielen? Und danach kannst du auch ins Bett? Denn ist bei dir ja auch alles tippitoppi? Schlafen gehen! So, Betty müsste sich gleich hinlegen, nachdem sie duschen war. Und Betty werden wir auch wieder ein bisschen Sport machen, ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten trainieren, so kaum. Wir haben jetzt Wochenende. Da kann sie sich ein bisschen darum kümmern. Darf bloß nicht vergessen, mit Summer noch rechtzeitig Torte zu backen. Aber die Torte backe ich nicht morgen, sondern einen Tag später. Ich lasse Betty normal ihr Teenie-Leben leben. Wir haben da ja jetzt nicht so das Problem. So, Summer, dann leg dich mal hin. Didim, didim, dim, dim. Betty, glaube ich, auch. Betty schläft schon. Sehr schön. Und Summer müsste sich jetzt auch hinlegen. Passt doch. Mal gucken, ob Adelbert wieder kommt. Ich hoffe es nicht. Der zerlegt mir über die Bude. Selbst als Geist hat er da den Zerstörungsdrang in sich. Das muss doch nicht sein. Didim, didim, didim. Na, diesmal scheint sie durchzuschlafen. Gut. Aber Betty... Na ja, gut, Betty kann auch schlafen. Es ist Wochenende. Dem reden wir einen Pirat-Talk. Ah, den haben wir auch mal wieder. Okay. Ah, sie können beide ausschlafen, aber Betty steht trotzdem auf. Gut. Was willst du, Betty? Grillkäse, wenn du sollst nichts kochen, der ganze Kühlschrank ist voll. Du gieß erstmal hier das Locus benutzen. Reden wir einen Pirat-Talk hier. Was kriegen wir alles hin? Denn wirst du was essen? Aber hier Reste machen. Sehr schön. Summer pennt noch. Ah, gut. Summer kann aber noch nicht pennen, weil sie halt einer zur Arbeit muss. Wir haben ein Gewitter. Das ist nicht gut. Was hat der Hund? Was hat der Brutus? Wir haben auf jeden Fall ein sehr lautes Gewitter. So, dann gucke ich mal kurz. Es wird Zeit, dein Freiburger-Slang zu üben. Fühle dich ermutigt, heute wie ein stolzer Pirat zu sprechen. Ja, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Jetzt soll sie erstmal was essen. So, Schule, das geht nicht besser. Das geht auch nicht besser. Also, dafür muss ich eigentlich nichts mehr machen. Aber ich möchte trotzdem gerne gut Sport machen. Haben wir es auch ledig, weil das Ding draußen steht. Und es regnet. Aber das kriegen wir schon hin. Sie ist jetzt erstmal schön. Danach wird sie ein bisschen vor dem Spiegel üben. Neue Texte lernen und schauspielen eben. Das ist ja hier Schauspiel. Das wirst du gleich noch ein bisschen machen. Dort ist hier Schauspiel. Das muss hoch. Haben wir zwar schon auf 3, dank der Theater AG. Aber das wird natürlich auf Dauer nicht reichen, um hochzukommen in der Promi-Karriere. So, Summer schläft noch. Das konnte sie gerne. Ich weiß nicht, was Brutus hat. Eigentlich nichts. Gut. Sie hat aufgegessen. Den willst du jetzt mal ein bisschen üben. Ja, siehst du mal. So, ich meine, wenn Summer spätestens um 10 nicht hoch ist, werde ich sie wecken, weil sie muss ja heute zur Arbeit. Ja, gut, das klappt, das klappt.
Dann kommen sie erst ein bisschen übel. Ich guck mich mal Summer mal kurz an. Oh, Summer muss dringend was essen und das Örtchen. Und duschen müsste sie auch. Gut, Summer, ich werde dich aus dem Bett jagen. Du wirst jetzt das Locust benutzen. Du wirst Salz abspülen. Und natürlich, was essen. Das kriegen wir schon bei den Beinen hin mit den Toch. Das ist noch nicht so das Problem. Den wirst du jetzt erstmal Reste nehmen. Du hast den Reste nehmen. Den ist Sommer erstmal bedient. Hühnchen hat doch noch, oder? Ja, natürlich, da ist noch Essen drin. So, Betty, und du? Na, dir geht's eigentlich auch ganz gut. Nur dein Sitzschorl ist ein bisschen niedrig. Das kriegen wir auch gleich hin. Du sollst bloß deine Schauspielfähigkeit zumindest erstmal auf 4 bringen. Aber das kriegen wir auch hin, oder? 4 geht ja noch. Ja, siehst du mal. So, jetzt wirst du ein bisschen streicheln, spielen, kennenlernen, reden mit dem... Es reicht, Betty, du hast genug Dramatik geübt. Dramatik, Betty. Das muss besser werden. Oh, das kriegen wir hin. So, Summer ist am Fuddern. Summer geht's eigentlich auch sehr gut. Es regnet ja immer noch. So, ich hoffe, Summer... Gut, ihre Laune ist noch nicht gut genug, aber sie steigt. Na gut, das steigt natürlich auch durch Essen vorbereiten, zubereiten, ne? Aber... Ach guck, Summer hat sogar schon fertig. Ja, gut Summer. Den wirst du wohl nochmal was kochen, ne? Den werden wir aber nochmal, weil das noch nicht ganz hoch ist, köstlichen Schmaus zubereiten. Den machen wir mal Mandelmakronen, die Familienportion. Aber erstmal ess auf. So, du Betty. Willst du nochmal ein bisschen mit dem Hühnchen reden? Ich hoffe, das geht auch sozial. Nee, die Tafel kann man nicht benutzen. Okay, das wollte ich gerade ausprobieren. Das funktioniert nicht. So. Ja, sozial geht dadurch hoch, auch wenn es nicht doll ist, aber ein bisschen. Aber es geht hoch. Und, was ist denn das hier? Rufigener, verwelkte Pflanze entsorgen. Allgemein müsste ich mich da mal ein bisschen mehr um die Blümchen kümmern, ne? Die sind ja alle hier zur Hälfte eingegangen. Ich vergesse ständig die Blümchen. So, dann wirst du die mal bewässern. So. Die hat sie entsorgt, ne? Wie geht's dem Rest hier? Ja, bewässern. Kann man die auch bewässern? Jo. So, auch nochmal bewässern. Sehr schön. Ja gut, man kann ja nur nicht alle Fähigkeiten mit den Sims machen, ne? Aber zumindest auch ein bisschen. Was Summer möchte ich jetzt eigentlich nur... Den letzten Punkt habe ich gar nicht so abgesehen. Ah, anscheinend eh normal kochen. Ich dachte, das wäre jetzt Gourmet. Ah, hör geht nicht. Okay. Ja, es ist Gourmet. Das leuchtet überall. Okay, alles klar, gut. Sondern mir geht es eher darum, dass sie hier ihre Torges-Aufgabe, aber ich glaube, das wird wohl nicht reichen, ne? Sieht nicht so aus. 25% Grogma. Das ist nicht viel. Ja, Sommer, den räum hier mal auf. Den räum hier mal auf, Mensch. Ja gut, die Blumen sind zumindest wieder bewässert. Dort haben wir ja auch schon mal. So, Betty, du hast auch ein bisschen Zeug. Du wirst denn hier nochmal neue Texte lernen. Das muss auch sein. Wir trimmen dich hoch bis zum Geht-nicht-mehr. Und du wirst dich vor allen Dingen gleich noch um ein paar Zusatzhausaufgaben kümmern. Zusatzaufgaben machen. Boah, ich glaube, du hast noch einen ganzen Tag, ne? Ejo. So, Summer, wo bist du? Summer will daddeln? Ja gut, das kannst du machen. Aber du wirst gleich noch eine Torte backen. Becky wird eine junge Erwachsene. So. Warte mal. Zählt ja auch zu Feinschmecker? Oh, halt, bevor du das machst. Einmal hier Dreckschrubben. So, den köstlichen Schmaus zu bereuten hier. Wir machen einen was schwarzen Kuchen. So, sie will schon wieder vorbeikommen. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen eine Zusatzaufgabe machen. Da müsste doch eigentlich was hochgehen, ne? Ja, Schauspielerei. Sehr schön. Auf 4 haben wir es ja auch schon. Das passt doch. So, sie müsste ihre... Macht sie auch. Danach wirst du hier das weglegen, Belgi. So. Boah, sie macht gleich für dich Torte, Mensch. Du hast bald Geburtstag, Betty. Du wirst eine junge Erwachsene. Genau.
Sag ja, sie wird eigentlich nicht mehr zur Schule kommen, ehrlich gesagt. Aber die Hausaufgaben kann man ja trotzdem machen, ne? Lernen schadet da auch nicht. So. So, Sommer, dir geht's eigentlich sehr gut. Du kannst noch mal aufs Örtchen gehen, ja, das Logos benutzen. Aber ansonsten geht's dir gut. Du musst eh um 17 Uhr zur Arbeit. So, Betty, du bist fast fertig. Fast. So. Dann wirst du da aufräumen, Betty. Wir bringen... Naja, wir müssen dich eigentlich heute schon älter machen, ne? Das geht gar nicht anders. Oder? Nee, ich glaube, nächster Tag reicht. Wie lange hält denn der sich? 23 Stunden. Ah, wenn wir es am nächsten Tag gleich morgens machen, geht das? Alles klar. Summer muss... Ja, Summer. Das ist sowas ein klar, Summer. Das ist, ja, na gut, macht. Die geht's ja sonst halt ganz gut. Was macht Betty? Doddeln? Oder was macht sie? Sport, Spaß spielen? Kauen sie gerne? Ihr Spaß ist ja eh ziemlich niedrig. So, ich habe gesagt, nicht vorbeikommen. Die kommt trotzdem vorbei. So, du wirst wie ein Champion pieseln. Du willst hier auch Reste nehmen. Und dir geht's eigentlich soweit auch ganz gut. Dann wirst du nochmal duschen, Betty. Und Mama geht nachher zur Arbeit. Soll's abspülen, weil sie haben wir noch nicht ganz fertig hier. Kriegen wir aber alles hin. So, dann sind wir aber für heute am Ende. Sommer geht gleich zur Arbeit. Betty wird erstmal ihre Paletten abarbeiten. Sie ist kurz davor, erwachsen zu werden. Das wird wohl nächste Folge soweit kommen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.